Da ist ein Schaf. Da ist eine Fledermaus. Und das war's eigentlich. Ich würde sagen, wir nehmen die Werkbank einfach mal mit. Die Kohle auch. Nicht, dass wir dann wieder... Ich meine, wir kommen an so viel Kohle vorbei und jedes Mal sage ich so, ja komm, brauchen wir nicht mitnehmen, wir haben überall Kohle. Und dann am Ende haben wir dann wieder gar keine Kohle, weil ich halt immer schön hier ausgelassen habe. So. Kohle haben wir, Fleisch haben wir auch. Na, so. Die Setzlinge nehmen wir auch mit. So. Pflanzen wir dann irgendwo wieder hin. Und ich glaube, es würde dann auch langsam mal Zeit werden, dass wir vielleicht mal unser Lager anfangen. Das sollte auf jeden Fall mal machbar sein. Und denn, wenn wir das Lager haben, dann geht der Rest ja sowieso von alleine. Ah gut, da schauen wir mal. Wenn wir zurück sind. Falls wir überhaupt zurückkommen, weil ich habe die Koordinaten schon wieder vergessen. Rennen wir hier hin. War das nicht hier irgendwo? Hier. So, noch ein Steak. Und dann haben wir es. Dann haben wir auf jeden Fall mal die Fett 21 Fleisch. Zack. Und das muss ja dann wohl reichen, oder hat. Jo. Also das, warum wir jetzt losgegangen sind, haben wir irgendwie immer noch nicht gefunden. Also ich glaube, die lassen jetzt heute einfach mal die Kirche im Dorf. Und das ist doof, weil, mit dem Dorf. Ne? Weil, kein Dorf da. Voll doof. Oh nee. So, jetzt können wir mal ein bisschen rennen. Und hüpfen. Da ist schon wieder Wald. Na los. Attacke. Es kann nicht sein, dass hier nirgendwo ein Dorf ist. Liebe Dorfbewohner. Baut. Bitte. No. Du machst die Wiese weg und ich suche ein Dorf. Perfekte Arbeitseinteilung. Aufteilung. Umteilung. Verteilung. Umteilung? Das Wort gibt's gar nicht. Umteilung. Jetzt gibt's das Wort Umteilung. Bitte auch im Duden dann nachtragen. Die Bedeutung, darüber kann man sich dann später immer noch unterhalten. Ist ja alt, sehr mysteriös hier. Also hier haben wir schon mal... Ein Hauch von nichts. Vielleicht begeben wir uns einfach mal hier so auf den Berg. Da ist ein Lavasee. Da ist noch ein Berg. Ich habe das Gefühl, wir sind bald wieder zu Hause. Aber man kann nur munkeln. Pass auf, am Ende haben wir uns dann so weit von zu Hause entfernt, dass wir dann die ganze Strecke nochmal laufen können, die wir letztes Mal schon gelaufen sind. Als ich halt gestorben bin. Guck mal da, Kohle. Hahaha. Hatten wir lange nicht. Wir müssten jetzt auch schon wieder einiges an Kohle mit uns rumschleppen. 45, naja, gut. Hier gibt es Schafe ohne Ende. Oh, was hier los ist an Schafen. Da ist noch mehr Kohle. Und kein Dorf. Ich muss ehrlich sagen, da bin ich jetzt nicht angeordnet von. So gar nicht. Mann. Och, die spannende Musik hier. So spannend war es noch nie, nach dem Dorf zu suchen. Hier haben wir noch ein paar Hühnchen. Können wir schon ja irgendwann mal Chicken Wings draus machen. Ich komme wieder, meine Freunde der Sonne. Ich komme wieder. Eines Tages, vielleicht.
Kommt immer drauf an, wer fragt. Da habe ich einen Zombie gehört. Aber den können wir jetzt auch mal getrost ignorieren. So, holen wir uns die Steaks nochmal schön rein hier. So. Man, es kann doch nicht so schwer sein. Ich meine, wir können jetzt auch hier. Oh. Das ist mal ein cooler Eingang. Cool. Ich würde sagen, wir machen das mal zu. Ah. Ist ja sehr fragwürdig, sehr fragwürdig. Ach, ist auch wieder so eine riesen Höhle. Oh, ich habe mich verlaufen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich da rauskomme. Aber hier sind doch so viele Berge, hier kann unmöglich ein Dorf sein. Das wäre unfassbar, da brennt was. Da brennt was. So. Egal. Brauchen jetzt kein Färbekram. Warum haben wir eigentlich die Sense mitgenommen? Ah, hier ist ein Lavasee. Der den Baum hier abfackelt. Aber nicht mit mir. Rettet den Regenwald. Oder die Eichenbäume. Da ist ein Dorf. Da ist ein Dorf. Unglaublich. Wir haben ein Dorf gefunden, da können wir uns in Bücherregale klauen. So voll für Faule, weißt du? Weißt du? Oh, was ist denn hier mit Gehweg? Nicht schlecht. Das heißt ja eigentlich... Alter, die Musik. So. Sauer schlampig gemacht hier. Moins! Was habt ihr denn so Schönes? Weizen. Feuerzeug. Das haut mich jetzt schon ganz schön vom Hocker. Guck mal, ich passe euch das mal an hier. Ist ja kein Zustand so. Kann da keiner leben. So. Hier noch ein bisschen Erde hin. Ah ne, hier ist ja doof. Dann machen wir mal so. Haben wir noch mehr Erde? Haben wir. So. So müsste es gehen. So, dann grasen wir jetzt hier mal die Häuser ab, ne? Also hier wahrscheinlich eher nicht so. Nehmen wir jetzt einfach mal Erde. Hier ist auch nichts. Sind ja alle so leer. Schön hier ein Dach. Ein Lederharnisch. Ja, den braucht man immer mal. Wolle. Na? Hier, Zauberer von Oz. Eine Diamantaxt und 3 Smaragde gegen eine Diamantaxt mit 2 Haltbarkeit 2. Okay. Rot. Ja, komm. Hier ist heute Tag der offenen Tür, habe ich gehört. Ey, sag jetzt nicht, hier gibt es keine Bücherregale. Das gibt's doch nicht. Dass es die nicht gibt. Die Bücherregale. Sieht so aus, als wenn hier ein Creeper explodiert ist. Mensch, 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 Mensch. Wie wohnt ihr denn? Wie lebt ihr denn nur?
So. Hier war das Haus. Ich glaube, wir haben jetzt schon alle durch. Mehr waren das gar nicht. Hier im Turm wird wahrscheinlich auch nichts mehr sein. Turm, 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 Turm. Da ist der Eingang. Ja, Hammer. Super. Toll. Dann wollen wir oben auch nicht gucken. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist jetzt wirklich ärgerlich. Ich kann so nicht arbeiten. Oh. Aua. What the fuck? War das gerade ein Enderman? Ein Enderman? War alles sehr fragwürdig. Gut, keine Bücherregale für uns. Schade, schade, Schokolade, würde ich sagen. Dann ziehen wir weiter. Suchen wir das nächste Dorf. Ist ja nicht so schlimm. Können wir ruhig mal ein bisschen die. Die Map erkunden. Nein. Ich will ganz plötzlich nicht mehr die Map erkunden. Ich will ganz dringend nach Hause. Mutti hat gekocht. So. Weg da. Böser Creeper. Aber ich glaube, das waren sogar mehrere, oder? Man weiß es nicht. Guck mal, hier so ein schönes Wüstendorf. Oh. Stimmt, da war ja was. Ich spiele eindeutig zu oft im Kre. Alter, das ist schön hier. Ich spiele eindeutig zu viel im Kreativmodus. Haben wir Knochen dabei? Wir haben bestimmt Knochen dabei. Guck mal hier. Komm mal hier. Pfiffi. Komm her. Ja. Das wollte ich jetzt doch gar nicht. Ich wollte ihm kein Fleisch geben. Guck mal hier dich auch noch. Ja. Was macht Liebe? Hi. Jetzt haben wir drei Hundis. So einfach geht das. Da ist eine Hexe. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und noch ein Creeper. Ich glaube, wir machen uns mal vom Acker. Da ist noch ein Zombie. Oh Gott, zwei Skelette. Alter, geht jetzt da richtig ab. Jetzt hat mich die Kackhexe noch erwischt. Oh. Oh. Ruckel, 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 ruckel. Komm schon. Überlebe. 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 Aua. Scheiß Gift. So, jetzt ist es vorbei. Und ich glaube, von unseren Hunden ist jetzt nur noch einer übrig geblieben. Toll. Ganze Aktion für den Arsch. Gott, da kommt schon ein Creeper an. Ich sehe es doch schon, ich sehe es doch schon. Dann regeneriere dich doch mal, Typ. Du musst gar nicht so verpeilt gucken. Vielleicht können wir uns ja ein bisschen wegschleichen. Nein, er hat uns entdeckt. Oh. Alles dran. Alles noch dran. Gut. Da ist noch ein Hundi. Da ist noch ein Hundi. Das ist aber auch nicht drin. Aua. Ah, Mist. Wir hätten mal das Skelett, den Creeper. Oh. Nein. Das war nicht unser Hund. Ah, bist verwirrt, war da? Bist du verwirrt?
Da ist neuer Bogen. Also neu. Das schmeißen wir weg. Das hier. Was ist denn das hier? Eine Kartoffel. Hey, wir können Kartoffeln anbauen. Hammer. Wir haben Kartoffeln gefunden. Da ist noch ein Zombie. Achso, die Knochen. Ja. Von einem Hund dafür kriegen. 9. Ich meine, Auswahl haben wir ja genug. Boah. Hier sind nur noch Skelette. Hoch mal hier, dicker Rüstung. Der hätte ja ruhig mal fallen lassen können, der Mongo. So. Ist der Hund noch bei uns? Ja. Da liegt noch eine Wolle, auch schön. So, hier ist noch mehr Wolle. Ach, schade. Tja, da. Komm schon. Na, aua, oh. Ja, und 3 Spinnen. Uiuiui. Die Fäden können wir auch mal mitnehmen. So. Da wieder ein Knochen. Ich hab euch doch gesehen. Ich hab euch alle gesehen. Oh, oh, unser Kopfteil ist schon futsch. Komm schnell weg hier, dann portet sich der Hund auch aus dem Wasser vielleicht raus. Hundi! Hundi! Hallo? Hallo? Toll. Hundi ist weg. Das ist am Anfang noch so 12.000 Hunde, jetzt gar keinen mehr. Oder doch? Nein. Oder doch? Nein. Aber jetzt. Nö, nur ein Skelett. Ach Mann, finde ich ja doof. Aber gut, ein Versuch war es wert. Wir haben uns auf jeden Fall bemüht, einen Hund zu finden. Aber ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal nach Hause. Das ist die falsche Richtung. Da müssen wir lang. Und ein bisschen nach rechts. Oh, wir sind auf jeden Fall ein ganz schönes Stück gelaufen. So, mal in die Richtung. Den Creeper habe ich gesehen, der interessiert mich. Oh. Der interessiert mich. Oh, oh, au, au, oh. Das war, schmerzhaft. Da brennt doch schon wieder was. Was brennt denn da? Gras? Ja. Gras ist okay, Gras darf brennen. Und es wird schon wieder Tag. Also schon wieder, es wird wieder Tag. Verschlimm. Aber ich muss sagen, der Tag gefällt mir besser als die Nacht. Dann kann man hier in Ruhe rumspiken, ohne dass man sich einen Kopf machen muss wegen Skeletten, Creepern, Zombies. Obwohl Creeper sind ja eigentlich allgegenwärtig. Die sind immer da. Egal was du machst, du hast die immer am Sack. Mistviecher. Oh, ist das nicht wunderschön? Super. Diese eckige Sonne. Hier sind noch Kühe. So, meine Freunde. War zwar ganz woanders. Oh, das Fleisch nehmen wir mal mit. Für die Spinnenaugen. So. Ma. So, jetzt. Jetzt aber.